Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Spanien wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Experte für Apple-Produkte, App-Entwicklung und IT-Full-Service. Dynamos Geschäftsführer Robert Schäfer reiste am Freitag in Vertretung für Ralf Minge ins Spaniencamp der SGD nach. Der Sportchef sucht derweil in der Heimat nach potenziellen Neuzugängen, während sich Robert Schäfer als Vertreter der Geschäftsführung ein Bild von den Bedingungen vor Ort macht. Ich glaube, es ist uns gelungen, ein gutes Hotel auszusuchen, wo die Spieler alles vorfinden, was wir brauchen für ein Trainingslager. Die Plätze sind in super Zustand. Jetzt ist auch der Himmel aufgerissen und keine Wolken mehr. Es sind, glaube ich, für ein Trainingslager gute Bedingungen und da können wir eine gute Grundlage legen. Die Basis für eine erfolgreiche Saison wurde in den ersten 22 Ligaspielen von der Mannschaft gelegt. Robert Schäfer blickt mit Optimismus auf die kommenden Monate voraus. Ich finde, wir haben also aus meiner Sicht uns in der Hinrunde eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. Das heißt nicht, dass wir unsere Saisonziele ändern. Nach wie vor wissen wir, dass wir ein Jahr des Umbruchs haben, das wir gerade erleben. Aber wir können auch sagen, dass man sich so eine Ausgangsposition erstmal wieder erarbeiten muss. Von daher glaube ich, dass wenn wir jetzt diese 4 Monate nutzen, konzentriert in jedes Spiel gehen, wir eine gute Rückrunde spielen können. Und das ist das, was ich von der Mannschaft erwarte, wie Ralf Minge das gesagt hat. Jeder geht an sein Limit. Und wenn wir das tun und wenn wir das weitermachen, dann werden wir auch belohnt, glaube ich. Die Fans und die Öffentlichkeit fragen sich, ob die Mannschaft in der Winterpause noch mit Neuzugängen verstärkt wird. Dynamos Geschäftsführer hat klare Vorstellungen davon, wie der sportliche Weg von Dynamo in eine erfolgreiche Zukunft aussehen soll. Wir als Dynamo Dresden müssen, glaube ich, neue Helden immer wieder finden und Spieler, die bei uns ins Gefüge passen. Ich finde, wir haben Spieler in unserer Mannschaft, die auch unser Vertrauen verdienen und die auch vielleicht noch nicht alle das gezeigt haben oder nicht zeigen konnten, was an Potenzial da ist. Also bin ich gespannt, wie das funktioniert. Wir werden immer bei Neuzugängen unsere Philosophie weiterverfolgen. Das heißt, Spieler holen, für die Dynamo Dresden eine Chance ist, eine Plattform ist, ein Weg sein kann, sich zu entwickeln. Und wenn wir so einen Spieler finden, der dann auch in unser Gefüge reinpasst, dann, glaube ich, kann man da sich was überlegen. Aber das muss eben genau in diese Parameter reinpassen. Tobias Müller und Dominik Baumann gehören zu den Spielern im eigenen Kader, von denen nicht nur Sportchef Ralf Minge einen Leistungssprung erwartet. Von Virtus Seldenrust haben wir auch noch nicht alles gesehen. Es ist für einen Spieler, der aus dem Ausland kommt, bei der Art und Weise, wie sich der deutsche Fußball entwickelt hat, glaube ich, immer schwerer und man braucht immer längere Anlaufzeit, um sich daran zu gewöhnen. Von daher denke ich auch, dass er die Möglichkeit nochmal nutzt und die Chance nochmal nutzt. Jetzt ist er ein halbes Jahr da. Ich glaube, das ist für ihn jetzt auch ein bisschen leichter. Aber ich sehe hier auch viele aus unserer eigenen Jugend, was mich natürlich besonders freut, die unbekümmert sind und angreifen und frech sind und so wie das sein soll, die Alten mal ein bisschen kitzeln. Im Sommer 2014 stand Dynamo nach dem Zweitliga-Abstieg sportlich vor einem Scherbenhaufen. Ralf Minge musste im Eiltempo nach Neuzugängen suchen und eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Welches Meisterwerk ihm da gelungen ist, beschreibt Robert Schäfer 7 Monate später so. Ich muss einfach einen Hut ziehen vor dem, wie er diese Aufgabe angenommen hat. Er war der Motor. Er hat als erster den Kopf wieder hochgenommen, hat gesagt, jetzt bauen wir das wieder neu auf und hat es geschafft, diese Mannschaft mit ihrem Potenzial und mit ihren Typen und ihren Facetten zu finden. Und das ist eine ganz große Leistung. Also in dem Druck, auch in dem Budget, das wir da vorgeben, das hat er angenommen und hat daraus wirklich für Dynamo Dresden, glaube ich, eine Mannschaft gefunden und geformt, auf die wir stolz sein können, über die wir glücklich sein können und mit der wir uns auch entwickeln können und mit der wir noch viel Spaß haben. Also das ist, wenn man es dann benotet, 1 mit Sternchen vielleicht, aber ich glaube, wir haben jetzt durch die Mannschaft uns vielleicht auch als Verein wieder ein bisschen gefunden und das ist eine tolle Entwicklung und die ist auf Ralf Minge zurückzuführen.